Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und die Sonne geht gerade auf. Das heißt, der Tag bricht an und unsere Leute stehen gleich auf. Die sind momentan tatsächlich auch alle bis auf Ken wohl einigermaßen gut zufrieden. Ja, das ist so eine alte Meldung. Der ist eigentlich, der ist schon nicht so gut drauf, wobei natürlich insgesamt die positiven Eindrücke stärker sind als die negativen. Warten wir einfach mal ab, was jetzt passiert, wenn die Leute aufstehen. So. Geschwindigkeit hoch. So, und da war er auch direkt schon wieder gestresst. Jetzt geht er bergen. Mal gucken, was das Schönes hier rausholt. Da ist der Zusammenbruch. Okay. Alles klar. Jetzt nochmal gucken gehen. Ja. Die ganzen positiven Dinge sind weg. Jetzt ist nur noch wenig lustige Dinge zu tun und gestresst sein. Und das überwiegt halt, darum ist der Marker, der eh schon nur knapp bei glücklich war, wieder runtergerutscht. Ja, dumm gelaufen. Wir müssen mal was bauen. Ich meine, wir haben ja hier schon den Strandboxsack. Also, mir wurde jetzt schon mehrfach gesagt, ich glaube, in der letzten Folge habe ich auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja hier diese Pilzfackeln haben. Jetzt muss ich erstmal finden. Da. Die sind scheinbar auch nochmal irgendwie gut für die Stimmung. Ich setze mal hier einen hin. Ich lasse das mal ganz schnell von Grayson zusammenbauen. Wohnkomfort plus 5, wenn man dran vorbeigeht. Okay, pass mal auf. Dann würde ich sagen, stellen wir das hier hin. Hier gehen halt immer relativ viele Leute auch dran vorbei. Und dann gucken wir mal, ob das einen positiven Effekt hat. Lassen wir auch mal eben... Vanessa forscht gerade, die kann das eigentlich gut machen. Eben um... Es könnte auch sein, dass sich das hier nur auf den Bodenbelag bezieht. Da müssen jetzt halt ständig die Pilze reingesteckt werden. Ich meine, wir haben schon ein paar, von daher ist das wohl nicht das Riesenproblem. Borgen, 6 Elektronik, 7 Altmetall. Und erforscht Gefriertruhen. So, jetzt müssen wir aber ran. Also, das Ding hier, das kommt jetzt weg. Das kommt jetzt weg. Ich bewege das, ich würde es am liebsten jetzt nicht ganz wegtun. Ich bewege das mal hier hin nur rein provisorisch. Dann kommt da nämlich ein Kühlschrank hin. Also ein richtiger Kühlschrank, ein Gefrierschrank meine ich. Denn die sind besser. Na. Sollte man vielleicht auch so hinstellen, dass man drankommt. Die sehen genau gleich aus, ne? Ja, also ich erkenne da jetzt keinen großen Unterschied. Schauen wir mal. So, Grayson. Das hat jetzt Prio hier. Das wollen wir dringend haben. Und dann können wir hier eigentlich auch schon mal sagen, dass wir das leer halten wollen. Ja, nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ach, schaut mal hier. Dekoration plus 18. Tatsache... Vanessa hat hier die Pilze gewertschätzt. Cool. Naja, dann haben die ja doch den Effekt. So, der Gefrierschrank wird gebaut.
Super gut. So, und jetzt müssen wir mal eben die Einstellung kopieren. Ich hoffe, dass das geht. Kopieren, kopieren, kopieren. Und einfügen, jawohl. So, und jetzt gucke ich nochmal drüber, weil Glitzerkappen müssen nicht gekühlt sein. Ja, doch, müssen wohl. Naja, unterm Dach nicht und wir haben überall Dach. Also sie müssen nicht gekühlt werden. Eher dann schon das eingelegte Gemüse, ne? Und Buttermelone eigentlich auch. Getrocknetes Fleisch hält sich sowieso schon gut. Das lasse ich jetzt mal so. Okay. So, und jetzt können wir das hier leer halten. Und dann reißen wir das ab. Das brauchen wir nicht mehr. Das braucht nur Strom. Der zieht bestimmt mehr, oder? Verbraucht 12, verbraucht 8. Ja, ja, klar, natürlich. Verbraucht mehr. Aber immerhin. Sieht wirklich exakt gleich aus. Okay, Grayson hat sich gerade richtig an der Pilzfackel erfreut hier. Mit Gejubel und Geschrei. So, aber mit Leerhalten ist jetzt nichts. Jetzt. So, die Sachen, die hier jetzt drin sind, ne? Die halten unbefristet. Da geht nichts mehr verloren. Solange wir Strom haben, bleiben die Sachen frisch. Und das Ding kommt, wie gesagt, jetzt weg. Da kriegen wir hoffentlich nochmal ein bisschen Ressourcen für wieder. Schauen wir mal. Was ist denn die aktuelle Forschung? Brauen, ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir dann die Möglichkeit haben, ein bisschen Bier zu brauen oder ein Äquivalent dazu auf dieser Welt, dass wir dann noch entspanntere Leute haben. Das wäre natürlich schon ganz wichtig. So, und hier wird gerade Leder hergestellt. Und wir haben ein aggressives Tier. Was ist das denn? Oh, oh weia. Die folgenden Tiere haben das Lager bemerkt und bereiten sich das darauf vor, in ein paar Stunden anzugreifen. Gehört das Insekt? Soll ich mal gucken, wo sind wir? Wir sind nicht weit weg. Also wir werden präventiv angreifen. Wir kennen dieses Tier nicht. Sehe ich tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal. Sieht auf jeden Fall furchterregend aus. Ein totes Exemplar muss beschafft, beobachtet und studiert werden. Ja. Arbeiten wir mal eben dran. Bringen uns mal kurz hier in Stellung, damit wir nicht gleich Ken schon wieder mit seinem Großreichweitengewehr dann als erster drauf schießt und die anderen noch nicht bereitstehen. Stellen wir uns erstmal alle hier zusammen. Können natürlich auch warten auf die Ankunft des Tieres jetzt, aber ich möchte dem gerne ein bisschen vorgreifen. So, jetzt sind wir gemeinsam, jetzt rücken wir gemeinsam vor, bis Ken in Schussreichweite ist. Dann müssen alle stehen bleiben. Damit die anderen auch direkt anfangen können zu feuern. Eben warten, Grayson ist lahmarsch, der braucht ein bisschen länger. So, jetzt müsste es gleich soweit sein. Jetzt hat. Nein? Ja, jetzt, okay. Ah, okay, der hat schon ordentlich Schaden genommen. Ich schätze, so groß ist die Gefahr dann doch nicht. Naja, naja, naja. Okay, das war wirklich keine Gefahr für uns. Oh, jetzt wird der... Wieso wird der denn jetzt aggressiv? Also, das beobachten wir jetzt. Und dann geben wir frei. Gut. Gut, gut. Wie sieht das zweite Haus aus? Nur noch ein bisschen Dach, ein bisschen Wand... Und die Tür natürlich. Geht auf jeden Fall auch vorwärts. Vielleicht zerlegen wir mal eben den Gefrierschrank, damit wir nicht so viel, ja, wir können den Strom ausschalten, ne? Dann verbraucht er auch nichts mehr. Dann muss nur einer kommen und den Schalter betätigen. Macht jetzt keiner, ne? Da, Emily versorgt den Kühlschrank, okay. So, jetzt verbraucht er keinen Strom mehr. Dann kann das Abbauen von mir aus auch noch ein bisschen länger dauern. Geborgen, was haben wir da? Was ist das nochmal? CPU-Kern. Die sind auch selten. Davon haben wir nur 5 Stück insgesamt. Und Vanessa hat ein Zusammenbruchsrisiko. Die hat gerade das Tier beobachtet. Wie weit ist er denn gekommen? Auf
43%. Fast fertig, wollte ich sagen. Hab den unteren Balken gesehen. Bisschen vertan. So, hier wird jetzt der letzte Klumpen rausgeholt. Und ich glaube... Beziehungsweise hoffe ich... Schade, jetzt ist erstmal vorbei. Ich hoffe eigentlich, dass das dann erledigt ist und wir dieses Raumschiff dann nicht mehr abbauen müssen. Naja. Ich glaube nicht, dass wir den Platz hier dann überbauen können. Emelin macht den Rest der Bergung. Dingelt sich ja ein recht unentspannt. Minus 6. Jetzt nimmt sie sich was zu essen. Wie sieht's denn aus mit Essen? Ja, wir haben von allem genug da. Und es wird jetzt nicht mehr schlecht. Also, wie gesagt, das ist ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt. Hier gärt gerade neues Obst. Also, es wird fermentiert. Und Antibiotika haben wir auf Lager 30. Da ist momentan alles gut. Da wird sich nochmal an der Pilzfachel erfreut. So, jetzt können wir Emelin aber eben mal kurz das Ding zerlegen lassen hier. So, was haben wir da nochmal rausbekommen? Metallschrott. Na gut. So, wer ist noch wach? Warum schlafen nicht alle? Jetzt geht Ken noch schlafen. Und dann fehlt noch Emelin. Nee, Emelin ist da. Vanessa. Nee, Vanessa ist auch da. Ah nee, wir haben... Sorry, Leute. Genau. Irritiert durch das Doppelbett. Nee, nee. Wir haben ja einen extra. Ist aber frei noch. Falls noch jemand zu uns stößt. Ich warte ehrlich gesagt drauf. Ich hätte das eigentlich auch ganz gerne. Und der nächste Tag bricht an. Batterien sind voll. Wunderbar. Eigentlich brauchen wir jetzt auch den Kamin nicht mehr. Weil wir eigentlich die Heizung nehmen können. Erhöht die Temperatur während der Arbeit. Also während es an ist dann. Frage ist, wie effizient ist das Teil? Das sieht mir eher aus wie so ein Strahler, vor den man sich vorsetzt. So, braun ist erforscht. Und das nächste ist die Backsteinzimmer, ja, okay. So, mit dem Braun müssen wir mal schauen. Oh, wir haben nichts Neues bekommen. Können wir bestimmt hier drin jetzt brauen, oder? Ja. Fermentiere Bier aus Getreide. Das sollten wir jetzt dann auch mal tun. Aber, nein, Moment. Ja, jetzt ist es schon ausgewählt. Ich möchte das hier nochmal anlassen. Ich kopiere mal kurz die Einstellungen. Ja, von wegen. Also eingelegtes Gemüse haben wir eingestellt. Fermentieren, eingelegtes Gemüse. Immer so. Haben nicht genug... Schade, hat das ja nicht übernommen. Wir haben kein Gemüse mehr. Ganz einfach. Dann machen wir jetzt Bier in dem Fass. Das ist auch okay. Und da würde ich sagen, 30 Bier auf Lager haben. Ist schon gut, oder? Das kommt bestimmt auch hier rein, oder? Nee. Getränke kommen hier nicht rein, aber Bier wird ja erstmal auch nicht schlecht, aber muss das, eigentlich muss es gekühlt sein, ne? Wer trinkt schon warmes Bier? Na gut, okay. So, jetzt... Ah, es ist abgebaut. Es ist tatsächlich komplett verschwunden. Der Platz sieht trotzdem nicht hübscher aus, aber immerhin. So, dann ist das nächste jetzt fällig. Ah, es ist eh aktiv schon. Und mich alles täuscht. Ja, der Herbst ist fast vorbei, der Winter startet gleich. Und wir haben eine neue Waffe fertig. Dann kriegt mal der nächste direkt eine Nahkampfwaffe. So. Jetzt. Ein Speer ausrüsten. Und Vanessa rüstet auch noch einen Speer aus. So, jetzt haben wir Vanessa komplett ausgerüstet, Ken komplett ausgerüstet, Grayson ausgerüstet. Jetzt brauchen wir nur noch einen weiteren Speer für Emelin. Naja, und dringend Klamotten halt. Aber da ist Grayson bei. Diesmal gehen wir nicht völlig unvorbereitet. Meteoritenregen. Ui. Metallhaltige Meteoren verursachen Schaden im Explosionsgebiet. Ja, hoffentlich nicht auf der Base. Ich lass mal so ein bisschen rausgezoomt. Ui.
Wir haben Glück, also bei uns schlägt nichts ein, zumindest im Moment nicht. Und der Winter, nee, noch nicht ganz. Der nächste Tag müsste der letzte sein. Da wird auf jeden Fall schon ein Schneemann gebaut, ja. Das kennen wir ja mit den Schneemännern, ne? Und plötzlich sind die Leute alle tot. Diesmal bitte nicht. Schauen wir mal kurz nach. Also, wir haben noch ein T-Shirt. Wir haben noch einen Mantel, wir haben eine Hose. Zweimal Schuhe und Stiefel. Ja. Da muss noch besser werden. Wie sieht's denn aus? Nicht genug Ressourcen für Pullover. Nicht genug Ressourcen für Hosen. Stoffe und Leder. Für Stoffreste, oder für Stoff aus Stoffresten haben wir nicht mehr genug Stoffreste. Leder, warten wir auf Materialien. Da müsste eigentlich noch was da sein. Ja, Hautrinde haben wir eigentlich und Mass Grayson ist auch dabei. Ja, und so wird es jetzt wahrscheinlich Stückchen für Stückchen gehen. Grayson macht einmal Leder und irgendjemand anderes kann daraus dann vielleicht ein weiteres Kleidungsstück herstellen. Die Temperatur ist jetzt entscheidend. Hier sind es 14 Grad. Das ist nicht warm. Wir bauen definitiv eine Heizung dazu. Ja, ich hoffe, dass hier eine reicht. Eine kurze Nacht für Grayson. Einmal viermal Heizung bauen. Grad jetzt hier. 13, 22, 24, 24, 25, oh mein Gott. Ah ja, gut, direkt auf dem Feld, also. Es ist auf jeden Fall warm. Keine Forscherin in der Warteschlange. So, vielleicht müssen wir wieder welche abbauen. Die Hitze verteilt sich ja über die Lüftungsschächte auch ein bisschen. Dass wir vielleicht den und den rausnehmen wieder. Mal schauen. Oder erstmal ausschalten. Strom, Batterien sieht auf jeden Fall gut aus. Und jetzt müssen wir eben kurz eine neue Forschung aktivieren. Und ja, was nehmen wir denn? Akkuoptimierung. Das sind halt Durchbrüche. Die brauchen sehr lange. Die würde ich erstmal in Ruhe lassen. Getreide, Kaffee, Elektronik, ja. Haben wir eigentlich noch so genug, ne? 31 Teile. Sensorgeräte. Ist für die Steuerung der Geräte, elektrischer Geräte auch noch interessant. Elektroschmelze, besser als der Ofen draußen. Elektrischer Forschungstisch. Geht die Forschung bestimmt ein bisschen schneller. Kostet aber auch 20 Strom. Komm, wir nehmen erstmal hier die einfachen Dinge. Nehmen wir mal die Insektenfette. Destillation, Getreide, Kaffee, Erste-Hilfe-Kasten. Naja, Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir nochmal raus. So, was haben wir hier neu? Also die Backsteinzimmer sind jetzt da. Stein. Metallschrott. Wieso ist Metallschrott jetzt neu? Flutlicht ist neu. Kamin wird jetzt neu angezeigt. Naja, aus Backstein, ne? Aber wo stellen wir Backsteine her? Hier auch die ganzen Mauern jetzt aus Backstein entsprechend, Ziegelstein. Ziegel müssen doch bestimmt gebrannt werden, hier in dem bestimmt. Backen. Ja, Ziegelstein. Heu und lehmhaltige Erde. Heu haben wir sogar. Lehmhaltige Erde haben wir nicht. Jetzt ist die Frage...
kriegen wir jetzt lehmhaltige Erde her? Wahrscheinlich jetzt im Winter schwer zu sehen auch. Was die Karte eigentlich groß ist, ne? Wahnsinn. Ja, das kommt halt alles mit den Expeditionen dann wahrscheinlich auch noch, dass man da so ein bisschen weiter sich ausbreitet auch. Hier sind ja überall auch noch richtig viele Raumschiffteile. Anderer Krams. Also Wahnsinn. Ein Ulfen. Ja, okay, zurück. Und dann würde ich sagen, spulen wir die Zeit mal wieder ein bisschen schneller ab. Da haben wir noch eine CPU gefunden. Grayson hat Herstellen 7 erreicht. Warum wird das hier eigentlich nicht fertig gebaut? Was fehlt denn da jetzt? Da fehlt wahrscheinlich gar nichts, aber das Ding ist, dass wir momentan halt eben total... Ja, jetzt ist der letzte Speer fertig. Warum ist der Speer fertiggestellt worden? Er ist doch ganz unten. Aber wir haben genug... Ach, wir haben genug vegetarisches Leder. Dann erhöhen wir da das Limit nochmal ein bisschen. Jetzt schneidet Grayson Schuhe. Und Emmeline ist dem Zusammenbruch nahe. Das Ding müsste mal repariert werden. Das könnte eigentlich mal Vanessa kurz übernehmen. Ken holt neues Erz. Ah, abgebaut. Es wurde auch Zeit. Markieren wir direkt das nächste für den Abbau. Und dann würde ich sagen, Grayson pennt schon. Wenigstens die Tür nochmal im Herstellen, ne? Dann kann er sich ja wieder hinlegen. Okay, wenn er gerade schießen möchte, soll er das auch tun. Also alle Aktivitäten, die die Stimmung verbessern, dafür würde ich mich im Moment hüten, sie abzubrechen. So, muss mal kurz die Kehle befeuchten. Prost, sag ich mal. So. Okay. Ja, da wird weiteres Leder hergestellt. Aber jetzt, jetzt möchte ich eigentlich gerne, dass hier auch noch ein bisschen weitergemacht wird. Wir haben nämlich alles da. Also wir haben genug Holz. Wir können das Ding hier komplett fertig bauen. Wieder erst Leder hergestellt. Ja, komm, lass ein bisschen Leder machen. Emmeline ist im Leerlauf. Ja, Moment. Emmeline ist im Leerlauf. Dann kann Emmeline... Ah, ne. Emmeline hat nicht die Fertigkeitsstufe. Emmeline kann wahrscheinlich auch nicht das Ding hier bauen. Doch, den könnte sie bauen. Dann soll sie das mal machen. Dann hätten wir eine weitere... Weil die Materialien waren ja schon da. Hätten wir eine weitere Aktivität für unsere Leute. Eine weitere Spaßaktivität. Batterien sind immer voll, ne? Ich bin echt am überlegen. Jetzt haben wir gerade genug Essen da. Ob wir den Herd einmal austauschen. Und hier einen Elektroherd reinstellen. So. Was wollen wir haben? Leckere Rezepte können wir. Oh, Buttermelonenkuchen. Lecker, lecker, lecker. Ja, warum eigentlich nicht? Plus 12, ne? Das ist.
Schon nicht schlecht. Mach mal... Dass wir immer so 5 davon da haben. So, dann die schnellen Rezepte. Getreidebrei. Haben wir gesagt, machen wir auf 8, meine ich. Ne? Dann Gemüsesuppe. Auf 8, aber auf keinen Fall Glitzerkappen verwenden. Und eigentlich auch keine Buttermelone, lieber das eingelegte Gemüse. Und Fleischsuppe. Aber da lieber das getrocknete Fleisch. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Bei dem Rezept für die Fleischsuppe haben wir jetzt nicht genug Rohstoffe. Müssen wir mal wieder jagen gehen, wie es aussieht. Sind denn gerade Ulfen da? Ja. Dann jagen wir mal den einen Ulfen, der da ist. Weil ohne Fleisch auf dem Speiseplan ist doof. Da unten sind noch welche. Sind ein bisschen weiter weg, aber würde ich sagen, nehmen wir mal in Kauf, dass der Jäger dann einen kleinen Fußweg hat. Erforscht Insektenfette. Weiß wirklich noch nicht, wofür wir sie brauchen, aber... ist da runtergegangen. Ja, Schlachten wird automatisch aktiviert, deswegen leuchten die dann blau. Na! Boah, der hat ein Fleisch weggegessen. Habt ihr das gesehen hier? Die Dinger. Diese fliegenden Insekten, die fressen auch Fleisch. So, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir trocknen das Fleisch nicht mehr, also... Häute und Rauchblatt, ja. Fleisch kommt jetzt hier mit rein. Haben wir eh schon ausgewählt. Und dann machen wir in die Gerichte. Das rohe Fleisch mit rein, so. Buttermelonenkuchen, yay, der erste Buttermelonenkuchen ist fertig. Wo ist er? 2 sind sogar fertig geworden. So, die Temperatur ist 36 Grad hier drin. Bewegen. Bewegen. So, da kommt die nächste Jacke. Ja, unbetriebenes Gerät. Wir haben dies. Muss auch nur noch zusammengedengelt werden, eigentlich. Kann Emeline das denn? Ja. Dann macht das doch mal. Dann hat das Gebäude auch Strom hier. So, und dann geht Grayson jetzt nochmal hin. Macht nochmal eben die Holzwand fertig. Ehrlich? Ehrlich? Super, Leute! 16 aggressive Tiere, wie schön! Ich habe mich schon gefragt, wann es denn wieder soweit ist. Oh, wo sind die denn? Oh, das ist aber weit weg. Ich glaube, die lassen wir mal ganz locker kommen und dann warten wir hier. So, minus 5 Grad. Gut, das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile, gerade erst das Dach drauf ist.
Hier ist es jetzt 19... Oh, jetzt ist es hier nur noch 11 Grad. 25, 13... Na, Leute, was mache ich denn jetzt? Kann doch nicht sein. Ich kann ja jetzt nicht die Heizstrahler wieder hier hinstellen. 36 Grad ist zu warm. Okay, das beobachten wir weiter. Jetzt machen wir aber erstmal Feierabend. Ist nämlich ein guter Zeitpunkt. Und dann können wir in der nächsten Folge nämlich mal die aggressiven Tiere angehen. Dann haben wir nämlich mal tatsächlich mal eine Folge, wo wir nur einen einzigen Kampf gegen ein einziges Tier hatten, das auch noch relativ schnell erledigt war. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao!